Seid gegrüßt zu meiner 10. Folge von Textiles Backen. Das ist meine Sonderfolge zum Thema Wallenstein. Und hier als Unterstützung habe ich den Caruso, unseren Kater, dabei. Der wollte auch mal wieder Hallo sagen in die Kamera, weil er jetzt so viel die Simba gesehen hat und die Laika. Und dann wollte er einfach auch mal Hallo sagen. Und ich halte ihn gerade mit Leckerlis bei Laune. Ja? Magst du noch eins? Nicht. Doch. Also, dieser Schnurri. Der Caruso. Und sabbert. Und triert. Fein. Ist das nicht lecker? Gut. Ja, der bleibt wahrscheinlich bei mir noch ein bisschen auf dem Schoß sitzen, weil er hier noch ein paar Leckerlis vor sich liegen hat, die er noch da genüsslich vor sich hin schlabbert. Also, das ist meine Wallenstein-Spezialfolge. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über Wallenstein, über die historische Person, wie er nach Memmingen gekommen ist und wie bei uns das Lagerleben und dieses Wallensteinfest, was da so los ist. Also, ich fange jetzt einfach mal mit der historischen Figur an. Wallenstein war ein Adliger, ein sehr reicher Mann, ein Herzog später dann auch. Und, Moment, jetzt geht der Caruso durchs Bild. Nein, du gehst hier nicht auf den Tisch. Moment, geh mal runter. Komm. Ja, genau. So, Konzept verloren. Klasse. Ich muss jetzt auf meinen Spickzettel hier schauen. Also, er wurde 1583 in Hammernitz an der Elbe geboren und entstammt einem böhmischen Adelsgeschlecht. Und er war verheiratet und seine erste Frau ist gestorben und später hat er dann nochmal geheiratet, die 22-jährige Isabella, die Tochter des Freiherrn Karl von Harrach zu Bruck an der Leitha. Und durch diese Heirat ist er sehr, sehr, sehr reich geworden, der Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein. Eigentlich Waldstein, aber er hat sich Wallenstein genannt und ist damit auch in den Krieg gezogen. Während dem 30-jährigen Krieg der 30-jährige Krieg war großteils ein Glaubenskrieg zwischen den katholischen und protestantischen Bevölkerung. Jetzt muss ich wieder meinen Spickzettel, jetzt bin ich natürlich verrutscht, peinlich. Er wurde auch kurz nachdem er in Memmingen war, auch 4 Jahre später eigentlich auch schon ermordet. Und das war 1634. Und im Sommer, eben von Mai bis September 1630, hat er sein Lager in Memmingen aufgeschlagen, was für die Memminger Bevölkerung eigentlich sehr gut war, weil es ist damit ein bisschen Frieden und Ruhe eingekehrt in die Stadt. Es kam auch Reichtum durch ihn auch in die Stadt ein bisschen, also ein bisschen Wohlstand. Reichtum ist vielleicht übertrieben. Wohlstand kam in die Stadt durch den Herrn Wallenstein. Er kam mit einem riesigen Gefolge. Er hat seine Leibwache dabei gehabt und eben Marketender und fahrendes Volk. Und es ist ja ein Riesen und mehrere Trosse, der Tross Piccolomini, Tross Altringen ist ihm gefolgt. Es kam auch mal der dänische Prinz Ulrich zu Besuch und hat den Wallenstein in Memmingen aufgesucht. Und aufgrund dieser Tatsache, dass er in Memmingen gastiert hat, ist eben dieses ganze Wallenstein-Festival auch entstanden. Es findet auch nur alle 4 Jahre statt, weil es ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Also es gibt in Memmingen jedes Jahr diesen Fischertag. Und aus diesem Fischertagsverein, der den Fischertag abhält, ist eben diese Wallenstein-Spiele auch entstanden. Zum ersten Mal in diesem großen Rahmen fanden sie 1980 statt und seither alle 3 bis 4 Jahre. Es gab auch mal Rhythmus mit 3 Jahren. Aber eben vor 4 Jahren war das letzte Mal. Das war das erste Jahr, wo ich aktiv mitgewirkt habe. Und eben jedes Jahr dann beim Memminger Fischertag haben wir als Bevölkerung dann auch da so einen Einsatz. Die Bevölkerung ist eine Teilgruppe der vom Fischertagsverein. Es gibt eben mehrere Untergruppen. Also es gibt da verschiedene, die Pikeniere und die Rontatschiere und die verschiedenen Tross, eben Piccolomini, Altringen. Es gibt das fahrende Volk, auch Bettler und Marodeure gibt es. Aber es nehmen nicht alle immer an dem Fischertag, an dem jährlichen Event in Memmingen teil, sondern nur ein paar wenige Gruppen. Da gehört eben die Bevölkerung dazu. In der Bevölkerung stelle ich als Person eine Memminger Bürgerin dar und habe deswegen auch ein relativ schlichtes Gewand im Vergleich zu anderen. Was ich jetzt hier auf dem Kopf trage, stellt euch das mal ein bisschen vor, das ist das Häubchen. Damals, also es ist absolute Häubchenpflicht. Jede Frau trägt eine Kopfbedeckung und auch die Mädchen alle tragen Häubchen. Es gibt verschiedene Häubchenarten, also meins, wie ihr schaut, sieht so aus.
Am Anfang, wenn man sich das erste Mal aufzieht und im Spiegel schaut, denkt man, oh mein Gott, wie schaue ich denn aus? Aber man gewöhnt sich dran und es laufen alle so rum. Also wir tragen alle Häubchen. Von daher ist es ganz gut zu ertragen. Es ist auch schön ein bisschen Sonnenschutz und wenn es regnet, wird man auch nicht gleich nass. Also von daher ganz okay. Dann mein weiteres Gewand. Ich stehe mal ein bisschen auf. Besteht aus einer langärmeligen Bluse aus Leinenstoff. Dann trage ich hier ein Mieder, das hier vorne geschnürt wird. Und hier von hinten schaut es so aus. Und dann trage ich noch einen langen Wollrock. Unter dem Wollrock kommen auch noch Unterröcke, zwei Stück oder zweilagig besser gesagt. Der wird als eins angezogen. Drüben eben dieser dicke, schwere Wollrock. Und ich habe hier noch einen Gürtel um. Zeige ich ein bisschen genauer. Das ist ein gewebter, ein Brettchen gewebter Webgürtel. Eine aus unserer Bevölkerungsgruppe hat den mir gewebt, haben wir getauscht. Also ich habe von ihr diesen schönen Gürtel bekommen und sie hat von mir dann was Gestricktes bekommen. Das war ein prima Tausch. Dann habe ich hier an meinem Gürtel meinen Krug, weil wir nur aus Krügen trinken sollen dürfen. Die müssen entweder aus Ton getöpfert sein oder aus Zinn oder aus Holz. Dann trage ich hier meinen Gürtel auch noch zur Dekoration ein Trinkhorn. Aber also man könnte daraus trinken, aber bei mir ist es mehr der Schmuck. Auch genauso dieses kleine Krüglein ist mehr zur Dekoration, ist mehr Schmuck. Jeder versucht sich ein bisschen so individuell zu kleiden und ein bisschen sein Outfit noch ein bisschen aufzupeppen. Schmuck dürfen wir auch, wie ihr seht, keinen tragen, außer so Lederarmbänder, was einigermaßen historisch vertretbar ist. Oder ich trage hier auch noch so eine Kette mit einem Mond drauf. Hier einmal der traurige Mond und hier einmal der lachende Mond. Und das habe ich nur an so einer Schnur befestigt. Und die Geschichte hier, die hinter dem Mond steckt, also der Mond ist ein Memminger Symbol, als Memminger Wahrzeichen regelrecht. In Memmingen gibt es mehrere Wahrzeichen, es gibt 7 Stück. Dazu gehört zum Beispiel der Gaul in der Wiege, die Wasserkunst, die blaue Saul. Also da gibt es ganz viele kleine Geschichtchen und Sagen in der Stadt. Und die Geschichte von Mau ist die, dass ein paar Memminger Bürger nach so der einen oder anderen Zechrunde im Wirtshaus so durch die Straßen gezogen sind und sich gedacht haben, sie wollen den Mau haben. Sie wollen den Mau besitzen. Der Mau, also Mau ist memmingerisch für Mond. Und haben sie Blick, wie kommen sie jetzt an den Mau? Haben sie den Mau gesehen, wie er sich am Stadtbach spiegelt und sind ins Wasser gehüpft und haben den mit ihren versucht da rauszufischen, den Mond. Und das ist die Geschichte von Memminger Mau, so in der Kurzversion. Ja, das ist also mein Gewand. Also nochmal Grenzen mit dem Mieder und dem Schmuck, den ich trage oder nicht trage. Und für kalte und Regentage habe ich noch hier diesen Umhang. Das ist bodenlanger Mantel mit echten Hirschhornknöpfen und eine Kapuze. Bei den Kapuzen ist es ganz wichtig, dass die Kapuze hinten keinen langen Zipfel hat, sondern entweder rund oder relativ kurz ist. Es gibt oft auf so mittelalterlichen Märkten Kapuzen, solche Umhänge mit langen, spitzen, zulaufenden Kapuzen. Die sind bei uns nicht erlaubt, weil es nicht historisch korrekt ist, zu der Zeit solche langen, spitzen Kapuzen zu tragen, sondern die wurden kurz. Diese langen Spitzen, die stammen aus einer früheren Zeit. Also um 1630 hat das keiner mehr so getragen. Ja, eben, wie gesagt, es wird darauf geachtet durch den Fischertagsverein, dass alles sehr historisch korrekt abläuft. Also wir Frauen dürfen uns auch nicht schminken. Wie ihr seht, ich bin absolut ungeschminkt. Kein Make-up, kein Lidschatten, kein Lippenstift, nichts. Richtig naturpur. Und zum Schuhwerk habe ich zum Beispiel, habe ich gerade ausgezogen, solche Ledersandalen. Die Männer tragen meistens die bei irgendwelchen Pikeniere oder also bei Soldatengruppen sind, die haben richtige Lederstiefel, die bekommen sie auch gestellt. Wir von der Bevölkerung müssen selber um unser Schuhwerk uns kümmern. Und ja, so richtige Birkenstock sind eher verpönt, die werden nicht so gern gesehen. Sowas wie ich jetzt habe, ist jetzt erlaubt. Bei uns Frauen sind die Röcke eh bodenlang, da sieht man die Schuhe so gut wie gar nicht. Da ist das erlaubt eben. Eben, wie gesagt, es wird sehr darauf geachtet, dass gerade bei Wallenstein die Lager absolut
korrekt ausgestattet sind. Also da soll nichts Modernes zu sehen sein. Im Lager darf keine Plastiktüte rumliegen. Wir dürfen nicht aus Glas oder Plastikflaschen trinken. Wir trinken eben aus unseren Krügen nur. Die Babys, wir haben bei uns in der Bevölkerungsgruppe natürlich viele kleine Kinder und Babys, die, wenn man die nicht stillt und sondern die Flasche gibt, dann wird die Flasche mit Jute umwickelt, dass man die ja nicht sieht. Die Schnuller müssen entweder diese Naturkautschuk-Gummischnullis sein oder wenn das Baby die nicht mag, den Naturkautschuk, dann dass man diese Kunststoffenden von den Schnullis auch mit Stoff umwickeln oder bekleben, dass es nicht sichtbar ist. Also ist schon, auch die Babys werden nur im Leiterwagen hinterhergezogen. Die werden dann schön ausgepolstert mit Fellen und Decken. Und da wird eben drauf geschaut, dass eben nichts zu erkennen ist, dass wir alle so ausschauen, als würden wir wirklich 1630 da jetzt leben. Was mir noch einfällt zu der Geschichte zu Wallenstein selber, also dieser Mann brachte eben ein bisschen Ruhe und Ordnung. Was überliefert ist aus sicherer Quelle, ist, dass er sehr geräuschempfindlich war. Das ist so eine kleine Anekdote. Er hat darauf verboten, dass Kirchenglocken geläutet werden, während er hier war. Und es mussten alle Pferde, die Hufe mussten umwickelt werden mit Stoffen und die Kutschenräder mussten umpolstert werden und damit absolute Ruhe herrscht in der Stadt. Also er war sehr erpicht darauf, dass es möglichst ruhig ist. Er war sehr geräuschempfindlich. Wer von euch zu Wallenstein noch ein bisschen mehr erfahren möchte, Schiller hat auch ein Stück verfasst, das heißt Wallenstein. Da kommt zum Beispiel auch der Ausdruck du und deine Pappenheimer her. Die Pappenheimer, das waren die Kürisser. Das war auch eine Rittergruppe und die ist auch bei uns dabei. Die gibt es auch bei den Umzügen, reiten die mit. Das ist eine richtig beeindruckende Rittergruppe. Also die haben richtig große, dicke, fette, schwarze Ritterrüstungen um. Die führen eigentlich auch den Festumzug eigentlich auch an, der zweimal stattfindet. Also am vergangenen Sonntag war der erste Umzug, der Einzug Wallensteins, und nächsten Sonntag findet der Auszug Wallensteins statt. Und da gibt es eben dann die Kürisser Pappenheims zu sehen. Ich schaue gerade, ich habe hier so ein Heftchen, ob ich da ein Foto gerade von denen habe. Nee, aber ich versuche euch mit. Doch, hier. Das sind die Kürisser mit ihren Ritterrüstungen. Also sehr beeindruckend. Das Lagerleben an sich, eben wollte ich noch weiter darauf eingehen, was wir den ganzen Tag so machen. Es gibt immer Dienste, es gibt immer was zu tun. Jede Gruppe hat Ausschank, jede Gruppe hat auch irgendwelche Verkaufsstände mit Essen. Wir backen Fladen zum Beispiel bei uns, so kleine Fladenbrote, die mit Sauerrahm und Schnattern bestreut werden und dann verkauft werden. Schnattern, das ist Zwiebellauch. Bei uns heißt es Schnattern. Die Kinder bei uns im Lager, die können sich auch beschäftigen. Die dürfen auch Fußball spielen. Allerdings ist unser Fußball auch mit Stoff umwickelt, mit Stofffetzen, dass man nichts erkennt, dass es ein Fußball ist. Was die Kinder auch machen können, zum Beispiel, Moment, ist Weben. Zum Beispiel hier habe ich so einen Rundwebrahmen heute schon bespannt für die Nina. Die kann dann später ein bisschen weben, wenn sie möchte im Lager. Dann dürfen die Kinder mit diesen Mondstäben, mit diesen Lunasticks, die sind erlaubt. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Den kann man so jonglieren und akrobatische Kunststücke machen. Die darf man verwenden. Was auch toleriert wird als Spielzeug, sind Diabolos. Habe ich hier auch dabei. Da beschäftigen sich die Kinder die meiste Zeit damit. Und die Zuschauer finden das auch immer sehr spannend und lustig dazu zu schauen, wenn die Kinder da ein bisschen was basteln. Ich werde heute Mittag auch ein bisschen Wolle von mir noch mitnehmen, Wollreste, dürfen die Kinder dann aufarbeiten und knüpfen, flechten, vielleicht auch stricken. Ja, das ist so die Hauptbeschäftigung. Ich stricke ja auch ab und zu im Lager und ich habe auch meine Spindeln dabei. Hier habe ich einmal so eine Anfängerspindel mit der süddeutschen Merino drauf. Da habe ich gestern auch einer anderen im Lager ein bisschen Spinnen beigebracht. Da hat sie auch ein bisschen Regenwürmer produziert, die teils schwanger sind, teils nicht. Aber sie hat es ganz, ganz toll gemacht. Wir machen heute weiter, haben wir gesagt. Ich möchte noch mehr gezeigt bekommen. Ich habe im Lager meine Mattes-Spindel dabei und spinne da auch ein bisschen vor mich hin. Also das habe ich jetzt gestern ein bisschen was gesponnen. Das ist immer sehr interessant. Wir setzen uns da immer hin und fangen einfach an zu spinnen. Und die Leute bleiben einfach der Reihe nach dann stehen und fragen natürlich nach und interessieren sich sehr dafür, wie das so abgeht. Ja,
wir halten uns eben, wie gesagt, fast den ganzen Tag dort auf. Gestern hat es geregnet, da hatten wir eben zum Glück unsere Umhänge dabei, unsere Mäntel. Wir dürfen auch keine Regenschirme benutzen. Also außerhalb vom Lager natürlich dürfen wir das theoretisch schon, aber es macht eigentlich kaum jemand. Wir leben wirklich wie anno dazumal. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren, was ich sagen wollte noch. Ah, ja. Es ist auch in der ganzen Stadt ein reges Treiben. Also unser Lager befindet sich hinter der Stadthalle in der sogenannten Grimmelschanze. Das ist außerhalb der ehemaligen Stadtmauer. Das ist eine kleine Parkanlage und dort gibt es eben alle Zelte. Da sind die ganzen unsere Gruppe, dann der Tross Piccolomini, der Tross Altringen, die Jäger, die Kriegskasse, dann die Leibwache der Dänen, die Leibwache von Wallenstein, die Adligen, die Marketender, die Bettler, Marodeure gibt es bei uns in der Nähe. Ja. Und ein bisschen außerhalb von unserem Lager gibt es auch einen historischen Markt. Da wird dann Gesponnenes verkauft und Fleischlappen kann man kaufen und auch alles mögliche andere, so, also wie hier so getöpferte Krüge in klein und in groß. Und ein Stückchen weiter auf dem ehemaligen Pestfriedhof in Memmingen, auf dem Gelände, gibt es auch ein kleines Lager und auch Marktstände. Und dort habe ich eine ganz nette junge Frau gestern kennengelernt, die Glasperlen zieht. Also nicht keine Glasbläserei, sondern Perlenzieherin ist sie. Und die macht wunderschöne Glasperlen und verziert die auch ganz drollig. Da habe ich gestern mit ihr mich ganz toll unterhalten und bei ihr schon eine Sonderanfertigung bestellt. Das zeige ich euch nächste Woche. Sie war gestern ganz begeistert von der Idee, was ich ihr aufgetragen habe, was ich gerne hätte. Und ich zeige es euch dann. Ich verrate noch nicht so viel, was sie für mich macht mit den Glasperlen. Ein Stück weiter in der Stadt, am anderen Ende sozusagen fast, in der Nähe von dem Bahnhof von Memmingen, gibt es auch ein kleines Lager. Am Reichshain heißt das, dieser kleine Park dort. Dort finden auch abends Reiterspiele statt. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Also da gibt es abends die Vorstellungen. Da gibt es ungarische Reitergruppen, die extra kommen und auch Reiter hier aus der Nähe und die führen dann richtige Kampfhandlungen vor. Also das ist auch ein bisschen mit Humor und lustig auch dargestellt. Es gibt zwei Gruppen bei den Zuschauern, die müssen dann jeweils ihren Ritter anfeuern. Das eine ist ich glaube, der blaue Ritter und der rote Ritter und dann werden die so ein bisschen aufgeputscht, die Zuschauer und dürfen dann ihren Ritter jeweils anfeuern und ja, also sehr beeindruckend, wie die halsbrechische Kunststücke, wie die vom Pferd hüpfen und wieder aufsteigen aufs galoppierende Pferd und sehr, sehr schön gemacht. Also es gibt auch jeden Abend Theatervorführungen. Auf dem Marktplatz in der Stadt gibt es jeden Abend das Wallenstein-Theater. Da spielen Memminger Bürger dann auch ein Stück nach, in Mundart, auf Memmingerischem richtig schönen Dialekt. Das habe ich dieses Jahr noch nicht gesehen. Das möchte ich mal gucken, ob wir das mal schaffen, im Laufe der Woche abends da mal vorbeizuschauen. Für die Veranstaltung kann man immer Tickets an der Abendkasse oder im Voraus kaufen. Und wir, die aktiven Teilnehmer mit unserem Gewand, wir dürfen dort immer, haben immer Eintritt bei solchen. Wir dürfen da uns immer an die Seite hinstellen, an den Rand. Also auf der Tribüne nur Platz, dürfen wir nur Platz nehmen, wenn natürlich was frei ist. Aber ansonsten stellen wir uns immer an den Rand und schauen zu. Dann bei uns in der Nähe von unserem Lager, in der Grimmelschanze, gibt es auch den Grimmelgarten. Dort gibt es jeden Abend die Vorführung der Lagerspiele. Das ist ein bisschen eine akrobatische Vorführung. Da werden die tollsten Menschenpyramiden gebaut und jonglieren und sehr, sehr schön. Also es ist einfach eine Stimmung in der Stadt und die ganze Stadt, alles riecht nach Lagerfeuer, dieser Geruch. Also auch meine Kleidung, also ich liebe den Geruch, das ist dieser Wallenstein-Geruch, dieser Lagerduft, der ist schon was Besonderes. Muss man mögen, aber ja, wir freuen uns riesig drauf. Ich weiß, dass am Wochenende die Andrea und die Susi uns besuchen im Lager. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wir haben ja schon die Nummern ausgetauscht und werden uns dann noch verabreden, wann und wie und wo wir uns treffen. Falls sich von euch nur kurzfristig jemand dazu entscheidet, doch vorbeizuschauen, schreibt mir eine PN auf Ravelry oder hier in die Kommentare, schreibt mich an, dann wäre es schön, dann zeige ich euch ein bisschen unsere Stadt und ein bisschen was von unserem Leben. Wir hatten letzte Woche auch schon Besuch von unseren Schweizer Verwandten. Die haben sich den Einzug Wallensteins angeschaut. Die waren schon sehr beeindruckt.
Nächstes Wochen, seit gestern sind unsere Freunde aus Amerika, aus Boston auch da. Mit denen gehen wir heute Nachmittag ins Lager und ins Lagerleben und führen die ein bisschen rum. Dann nächstes Wochenende eben, wie gesagt, Susi und Andrea darf ich treffen und ja, unsere Verwandten aus München werden dann auch nur zu uns kommen und auch noch mit uns ein bisschen das Lagerleben genießen. Also es kommen wirklich Besucher aus nah und fern. Es ist einfach schön, auch so viele Leute da zu treffen und dass alle teilhaben wollen an unserem besonderen Event. Eben, wie gesagt, nur alle 4 Jahre in dem Ausmaß. Gut, wenn ihr noch Fragen habt zu Wallenstein, gerne her damit. Ich gucke mal, was ich für Internetseiten finde. Packe ich alles unter das Video, was ich entdecke. Und ich möchte vielleicht, wenn es möglich ist, noch ein Video drehen, ein bisschen oder ein bisschen was zusammenschneiden mit Bildern, wie es so ausschaut für euch. Ist ein bisschen schwierig, weil im Lager selber darf ich das nicht benutzen, mein Handy. Da ist ja alles Moderne verboten. Das müsste immer versteckt in der Tasche sein. Deswegen muss ich schauen, wie ich es mache, weil ich es dann nur von außerhalb, vom Zaun aus, nur fotografieren darf. Was auch ganz wichtig ist, genau, für alle Besucher. Es ist immer ein Zaun ums Lager rum. Wagt es ja nicht, in Zivil das Lager zu betreten. Wer in Zivil das Lager betritt, dem droht ein Bade im Zuber. Das ist nicht schön. Das Wasser ist meistens kalt und schmutzig, weil sich die Kinder die ganze Zeit die Füße darin waschen. Ja, weil sobald ein Zivilist das Lager betritt, jemand ohne Gewand, ja, gibt Ärger. Und es gibt genauso eben Ärger, wenn irgendwas Modernes zu sehen ist. Also deswegen muss ich gucken, wie ich das mache, ob ich noch ein Filmchen für euch drehen kann. Bis dahin, gehabt euch wohl. Wir werden uns wiedersehen. Tschüss!